Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden. Und wir werden ein bisschen angegriffen, mal wieder. Die letzte Folge war Jerusalem ein bisschen in Mitleidenschaft geraten. Ist in Mitleidenschaft geraten, also vor allen Dingen die Armee drinne. Und jetzt die vergessenen Krieger, die haben vergessen, dass ich in der Stadt in drei Pikniere habe und dementsprechend nicht erobert werden kann. Hoffe ich zumindest. Also er hat halt sehr viele Fernkämpfer. Das ist sein Vorteil. Mein Vorteil ist, dass die da einfach drüber rasieren können, wenn sie mal so weit kommen. Okay. Okay, okay, okay. Gut. Er hat sich sehr breit aufgestellt. Das heißt, er wird höchstwahrscheinlich so angreifen. Was nicht für gut für mich ist. Ich werde aber trotzdem meine altbekannte Taktik machen, weil ja, die hat sich seit jeher bewährt und dementsprechend denke ich mal, ist sie ganz gut. Gut, also der da wird sich hier aufstellen mit denen zusammen. Okay, die da stellen sich hier auf, weil hier werden sicher auch welche kommen. Steinschleuder einmal hier, einmal da. Also hier nicht, weil hier kommen, weil hier kommt die Kavallerie dann hin. Die Streitwagen werde ich außen rum schicken in den Rücken dann. Die Kavallerie kommt hier hin. Die da, keine Ahnung, ist eigentlich wurscht. Komm hier hin. Der Elefant, der könnte hier auch ziemlich viel Spaß haben hier drin. Fertig. Da bin ich mal gespannt. Weil wo er hingeht, also ob er wirklich hierhin auch geht, also aber die drei Wege geht. Also den einen geht er auf jeden Fall. Okay, den geht er auf jeden Fall auch. Und den da vielleicht. Nein, nein, na, er weiß es noch nicht ganz so. Ja, doch. Aus da und hierhin. So, das... Alter, wie weit die schießen, das ist echt madig. Okay, gut. Dann hole ich mal die Regenwagenwogen. Okay. Die Hügelmänner können mal hier hin, die bleiben mal hier zur Absicherung. Eigentlich unnötigerweise, aber ist ja wurscht. Wollen die mal sterben? Streitwagen? Wagen. Entschuldigung, ich sage immer Streitwagen. Aber von außen rum. Ach, das war ein General. Nee, war es nicht.
Hä? Wer ist hier gestorben? Oh. Wow, ich habe rausge... Eure Befehle, mein Herr. Oh, verdammt. Okay. Unser General wird angegriffen. Ach so, jetzt erst. Hm. Oh, okay, weg da. Nein! Ja, Arschlöcher. Entschuldigung. Das ist jetzt madig. Aber zum Glück geht er hier. Zum Glück geht er hier rauf. Und nicht, woanders hin. Also zu den Piken zum Beispiel. Uiuiui. Immer gespannt, wie viel Friendly Fire die gemacht haben. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Okay, also hier können die leider nicht rein. Aber dafür die. Oder der Elefantenkönig. Wobei, ja. Nee, das passt schon. Wollt ihr den mal töten? Also nur so eine Idee. Alter. Wie viel... Junge. Also die Kavallerieeinheit von dem, die Plänkler-Einheit, ist krasser als die anderen. Die ist halt mega heftig. Ach, endlich haben sie die. Puh, die hat auf jeden Fall Schaden gemacht. Gut. Nee, leider muss ich schauen, dass hier keine rauskommen. Tut mir leid. Schon madig. Schon mega madig. Okay. Gut. Wie viel Friendly Fire? Verluste 5-4. Alter. Alter, ich habe halt 200, also der hat 200, ja, ungefähr getötet. Ich glaube 50 oder so waren jetzt von geschossen oder so. Aber die da haben mega viel. Warte mal. 780, 300, 250. Ja, naja. Wie gesagt, die vergessenen Krieger. Nein, jetzt kommt der nochmal. Ist doch langweilig. Das wird die gleiche Schlacht nochmal. Tut mir leid. Ihr könnt es vorspulen. Wird die gleiche Taktik nochmal, wird die gleiche Schlacht nochmal. Nur dieses Mal wahrscheinlich ein bisschen schneller, weil der hat nicht so viele Einheiten und nicht so gute Einheiten. Dementsprechend wird es schneller dieses Mal.
Befehle. Hier hin. Hügelmänner hier hin. Die sind mal ein bisschen schwächer. Hier. Hier so. Alter, die haben halt alles verloren durch den blöden Elefanten. Ne? Das ist schon bitter. Vor allem eine Salve mit Brandgeschossen. Habt ihr gesehen? Eine Salve Brandgeschosse. Und die waren tot. Oder die waren auf Rage-Modus. Dementsprechend immer schauen, dass ihr, wenn der Feind so eine Strategie wie ich aufbaut, also wird wahrscheinlich keiner so dumm sein und nur auf auf Kavallerie gehen. Auf jeden Fall dann schauen, dass man Bogenschützen dabei hat oder Plänkler, die Brandgeschosse dabei haben. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Okay, rechts herum geht er dieses Mal nicht, sondern eher nach da, was sehr interessant ist. Da wird dann, glaube ich, mein Elefant auch mehr reingehen. Der hat, glaube ich, nur Steinschleuderer, ja. Also und Plänkler-Kavallerie. Verzeihung. Okay, die gehen mal hier hin, die gehen mal dahin. Müssen sein, da sind die Pikiniere. Die Hügelmänner gehen mal auch hier hin. Den hat er übrigens auch komplett ja, Ausschalt gemacht. Wohin soll ich jetzt mit denen? Ja. Ich mach hier, ja, ich gehe mal hier rein. Der kann hier mal rein. Ja. Unser General wird angegriffen. Dieses Mal können meine Streitwagen nichts machen. Na, hier ist jetzt auch der gegnerische. Die gegnerischen Peltasten sind natürlich auch nicht so schlecht. Alter, wie dreist ist der denn? Wie dreist? Ach, hallo? Hä? Ist der da gerade rausgepackt? Ich glaube, ja. Ich glaube, der ist da gerade echt rausgepackt. Naja, solange der nur den Mob angreift, ist alles in Ordnung. Ja, jetzt macht er schon Druck. Warte mal, Elefanten. Die Männer wanken. Elefanten, wir brauchen euch mal. Wir erwarten eure Befehle.
So, ihr seid dran. Mal weg da. Nee, gepanzerte Elefanten bitte angreifen, aber der da, den wollte ich wegmachen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Hä? Lol, das habe ich gar nicht gesehen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So, ein bisschen vorspulen. Damit der nächste auch nicht mehr so. Der feindliche General ist tot. So aktiv gegen mich basht. So Ameisen, die Kavallerie irgendwie. Krass. Einfach niedermähen. Das sieht schon krass aus. Ja, dieses Mal war der Elefant ein bisschen besser. Ein bisschen mit 700. Ja. Nächste Armee weg. Also jetzt bleibt nur noch die Armee. Also, das lief gerade sehr gut. Es kam das Beben, echt? Also, echt, der ist tot. Okay, also minus zwei öffentliche Ordnung, plus zwei öffentliche Ordnung und das Gravitas wird. Also, ja, das ist komplett nichtig. Minus der Schuss auf Kinder, das ist sehr unattraktiv. Natürlich Kavallerie, hallo? So. Gut, also hier ist nochmal einer, hier ist einer. Da werde ich mal hier hingehen. Der läuft gerade davon. Hier in Dida kann er nicht einnehmen. Wobei, so gut bewacht ist die auch nicht. Aber ich denke mal doch, dass die das schaffen wird. Da muss ich halt jetzt schauen, was ich mache. Also hier ist halt nur das erste cool, der Angriffsbonus. Da ist das schon besser. Und hier ist halt auch nur das obere mit der Kavallerie. Interessant. Unterhaltskosten weniger. Moral. Verstärkungsrate. Ist halt auch gut.
Also Moral ist so oder so wichtig und wenn man nur mit Kavallerie kämpft, dann ist es umso wichtiger. Nahkampfangriff für alle Einheiten, Waffenschaden durch alle Armeeeinheiten. Schüsse. Ich mach mal das da. Also vor allen Dingen für den Anfang ist es wichtig, dass wir viele Einheiten haben, aber nicht viele, also aber trotzdem noch Einkommen. Das ist am Schluss dann nicht mehr ganz so wichtig. Okay, also den da könnte ich jetzt mal plätten. Okay, der hat halt hier keine Armee mehr, was richtig gut ist. Da mache ich einen Kommandanten draus. Tradition. Bewegungsreichweite. Und genau, du wirst auch Kommandant. Konvertierung. Öffentliche Ordnung und ja. Genau. Ah, stimmt, hier hätte ich ja nicht meinen nehmen sollen. Ach, das ist doof. Wie lange braucht denn die noch zwei Runden? Schade, dass er jetzt die nächste Runde schon der Bonus kommt mit Einheiten rekrutieren. Also Kavallerieeinheiten rekrutieren. Da überlege ich gerade, also warte mal, ich brauche ja eh noch eine Spionin. Wo ist meine Spionin gerade? Das hier. Ach, hier oben. Gut, dann gehen wir hier runter. Weil ich muss nämlich schauen, ob der hier nicht rüber geht. Sonst würde ich hier runter gehen. Ich kann mal, oder? Öffentliche Ordnung ist gerade plus 5, wenn ich rausgehe. Das ist plus 1. Ja, ich bleibe mal eine Runde drin. Ja, und ich spare. Ich spare. Damit wir nächste Runde volle Kanne Kavallerie bashen können. Mein Herr bietet euch Frieden an. Morgen schon könnte seine Einstellung zu diesem Krieg euch weitere Qualen bringen. Das denke ich eher weniger. Und das da ist blöd. Ach, Armenien, was machst du denn nur immer mit mir? Zwei Runden nur. Eieiei. Ja, das schaffe ich. Das schaffe ich doch. Das Ding ist halt, jetzt kann der da nächste Runde hier lang. Dann muss ich mit denen. Muss ich nach oben? Warte mal. Bin ich gerade der Fall blöd? Weil, wir haben doch letzte Runde. Haben wir doch auswählen können, auf was sie uns spezialisieren. Also Infanterie, Kavallerie. Und ich habe Kavallerie gemacht. Warum kann ich also keine Kavallerie bauen, die Level 5 ist? Level 2. Das ist eigentlich
immer der Fall dann. Ich mach mal hier den Schildmacher. Lagerungseinheiten ist so, das bringt sowas und überhaupt nichts. Aber wir brauchen halt den Schildmacher. Ich könnte die da angreifen. Frage ist nur, warum die jetzt mitkommen. Weil die sind doch eingebunkert. Soll ich das machen? Warte mal. Wir haben 1200, die haben 4000 sonst so und so. Persische Kavallerie ist nicht von schlechten Eltern. Also die da zermalmen einfach, werden einfach von meinen Elefanten zermalmt. Also das ist kein Problem. Die da sind das Problem. Habe ich Kamele? Nee, aber ich habe die Meda. Also die leichte Kavallerie, mit denen werde ich dann versuchen, die Plänkler anzugreifen. Mit meinen Tarantinischen werde ich die Plänkler angreifen. Die zwei Streitfegen kümmern sich um die. Ja. Ich muss halt schnell. Ich muss das halt schnell machen. Und hier. Berittene Bogenschützen, die da sind halt heftig. Ich wollte den eigentlich angreifen, weil ich dachte, dass die da nicht angreifen, weil die eingebunkert sind, aber war wohl falsch gedacht offensichtlich. Gut, dann das entscheiden wir aber in der nächsten Folge. Das ist ein bisschen risky. Gut, also dann, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, kommt gerne mal zum Stream vorbei, Montag und Freitag ab 17 Uhr. Würde mich hier freuen und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Wie gesagt, bye bye.